Guten Morgen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Systeria. Zuerst einmal die Info, ich mache heute mal überall eine Abstimmung rein, bei jedem Projekt, ob ich weiter so die Begrüßung machen soll oder ob ich wieder das wie früher machen soll. Denn einigen hat es nicht gefallen, das möchte ich natürlich nicht außer Acht lassen und deswegen dachte ich mir, mache ich da mal eine kleine Umfrage zu. So, wir müssen jetzt da auf diesen Berg drauf. Ja, ich denke mal, dass wir erstmal wieder zurück in den Wald müssen und es dann von da aus irgendwie irgendwo, beziehungsweise jetzt erstmal generell wieder zurück auf die Seehafenhöhe. Steady your nerves. Hoppala. Und dass wir dann irgendwie auf den Berg drauf kommen. Man merkt direkt halt, wie viel langsamer wir sind, wenn wir jetzt nur noch Mikleo dabei haben. Denn ich kann ja nur noch einen Seraphen jetzt gerade an meiner Seite kämpfen lassen. Aus dem Grund, dass Alicia erstmal zurückgeblieben ist. So, die hätten wir auch. Gut. Andere Richtung. Hier muss ich weiter. Ich schaue wieder. Ich habe direkt schon wieder ein Problem mit der Orientierung hier. Auf zur Seehafenhöhe. So, und jetzt? Ich vermute fast, dass wir in den Wald zurück müssen. Ich meine, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber das wäre jetzt meine Vermutung. Von daher würde ich sagen, gehen wir da jetzt erstmal hin. Hoffen aufs Beste. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Wollen wir hier einmal zwischenspeichern? Da haben wir oben noch irgendwo einen Speicherpunkt in der Richtung. Ja, da oben haben wir vom Wald auch noch einen Speicherpunkt. Dann können wir den hier erstmal außer Acht lassen. Dann können wir später immer noch... Ah, warte mal. Können wir uns dann nicht von hier zum anderen Speicherpunkt porten? Das wäre ja eine enorme Erleichterung, was so die Reisedauer angeht, ne? Ich glaube doch nicht. Gut. Dann habe ich da irgendwas falsch verstanden oder ich habe es jetzt nicht gerafft. Wie es funktioniert. Eins von beidem. Eine Sache habe ich definitiv verrafft. Schon wieder Viecher hier. The Ruins, ja, sowieso. So, hier geht's gleich links weiter. Oh, guck mal, den können wir auch direkt noch mitnehmen. So. Gut. Jetzt geht's wieder zurück zu den Anfängen. Back to the Roots. Was haben wir jetzt eigentlich gerade für eine Folge? Ich weiß es gar nicht. Wie viele Folgen ist es her, dass wir oben im Wald gewesen sind? Ich weiß es nicht mehr. Da ist eine Truhe. Und da ist ein Wegweiser. Der vielleicht auch interessant wäre. Gucken wir uns den mal an. Okay. Gut. Da waren jetzt drei Schilder dran, aber wir hatten trotzdem nur die Information für zwei Richtungen. Ich hatte gehofft, wir bekommen vielleicht noch irgendwie diesen Berggipfel angegeben, aber bekommen wir noch nicht. Shall we begin? I got you. Yeah.
Was kriegen wir schon noch hin? Macht sie fertig! Splendid job, Saray. Let's keep it up. Die sind so ein fröhliches Team. Ihr hattet das letztens ganz treffend zusammengefasst, beziehungsweise jemand von euch, als ich euch mal so ein bisschen gefragt hatte wegen Tales of Berseria versus Tales of Systeria bislang. And that'll do it. Oh, Softeis. Da haben viele gesagt, dass sie Tales of Berseria ein bisschen mitreißender fanden zu Beginn, weil es da einfach so war, dass man da schneller... Ich glaube, ich lösche noch mal ein paar Spielstände. Weil man da schneller einen Bezug quasi zu den Charakteren hatte. Weil Velvet einfach von vornherein dann viel mitgemacht hat. Aber viele haben auch gesagt, dass es hier einfach direkt ein ganz anderes Miteinander ist. Und das kann natürlich auch positiv sein. Ist halt die Frage, ob man lieber Harmonie möchte oder lieber den ein oder anderen Zwiespalt. Elysia, Heimat der Seraphim, da wollen wir nicht hin. Gibt's hier keinen anderen Ausgang aus dem Wald? Wo kommen wir denn dann zu dem ehrwürdigen Kamm? Ah nein, warte mal, scheiße. Mikleo hatte gesagt, er kann uns irgendwie rüberbringen übers Wasser, ne? Oder was war da gewesen? Oh, shit. Ja, dann laufen wir mal wieder zurück. Ach, das ist doch schon wieder... Das wäre typisch ich, ne? Das ist typisch ich und wir kommen über Elysia dahin. Das wär's dann ja noch. Dann hätte ich mich doppelt und dreifach verfranst. Sollte ich jetzt diese Folge nur umherirren, dann würde ich die wahrscheinlich sogar etwas kürzer halten und dann erstmal im Off schauen, wie ich da hinkomme. Aber vielleicht haben wir ja noch Erfolg und wir finden das alles noch. Den auch noch? Gut. Das Wasser hier fließt ein bisschen lustig. Ich weiß gerade gar nicht, von wann ist Tales of Systeria? Ich bin überfragt gerade. Es ist auf jeden Fall auch mittlerweile schon ein bisschen älter. Also es hat schon so seine paar Jährchen auf dem Buckel. Ich glaube, 4-5 Jahre ist das bestimmt schon her, dass das gekommen ist. Für den PC noch nicht ganz so lange. Das ist damals erstmal nur für PlayStation erschienen. PlayStation 3 meine ich zu dem Zeitpunkt. Und... Ja, wir gehen einfach nochmal wieder zurück. Na super. Und für den PC ist es noch gar nicht so lange her. Ich meine, für den PC wäre es 2016 erschienen. Ja, was heißt nicht gar nicht so lange her. Es ist auch bald schon wieder 2 Jahre. Aber es kam doch für den PC deutlich, deutlich später als für die Konsole. Ich finde es ja generell überhaupt gut, dass die Titel jetzt auch für den PC kommen. Ich finde es immer angenehmer, am PC zu zocken irgendwie. Entweder PC oder halt ein Handheld, dass man mobil ist. Und mittlerweile braucht man teilweise nicht mal mehr den, wenn man sich mal anguckt, was Handyspiele mittlerweile für eine Qualität haben. Aber für mich war eine Konsole irgendwie immer... Brauchte ich eigentlich nie wirklich. Weil wenn ich zu Hause zocken will, dann zocke ich am PC. Deswegen wäre von daher momentan tatsächlich die interessanteste Konsole für mich wahrscheinlich sogar die Switch. Gar nicht mal unbedingt von den Titeln her. Aber einfach, weil sie portabel ist. Das ist ein großer Vorteil. Also ernsthaft hier rauf. Oh. Really? Da hätten wir uns jede Menge Zeit sparen können.
Hier kommen die Vögel wenigstens runter, wenn man gegen sie kämpft, anders als Ni No Kuni. Da muss man sie erst, muss man erst hochhüpfen, um sie runterzuholen. Not yet, doch yet. Jetzt und sofort. Ja, hier scheinen wir dann auf diesen Gebirgspass zu kommen. Aber mich verwirrt gerade das Höhlensymbol so ein bisschen. Naja gut, werden wir wohl rausfinden, ne? Ja, aber hier sind wir richtig. Erstmal speichern, warte mal, haben wir noch wieder einen Text? Jo. The mountain certainly is impressive up close. Yeah, I can see why they call it Spirit Crest. But still, dragons? Probably just a story some bard made up. Certainly the last time I was here, there was never any sign of one. You mean on your journey with the previous shepherd? Hey, let's play a game. Pick a number, 1 through 10. Got you! It was 12. She's off the rails. Must be that pesky oath of hers again. Anyway, if there really were a dragon there, we wouldn't stand a chance against it. So what? If we run into one, we better hightail it out of there? Hopefully we don't run into one at all. Ja, also wir wissen, was wir machen müssen, wenn wir einem Drachen begegnen. Streckt die Hände in die Höhe und schreit. So. Das ist auf jeden Fall schon mal ein dicker Gegner, meine Güte. Eigentlich könnte ich mich ja mal hier... Also, hier mache ich ja gar keinen Schaden. Den mache ich ja gar keinen Schaden. Man, oh man, what a bunch of amateurs. Can't take the heat, huh? Looks like Zavid here is gonna have to show you first-timers how it's done. He killed it? You bastard! Hey, it was a Hellion, and Hellions belong in hell. We could have safely quelled it. There was no need to kill it. Looked to me like you were just getting your asses kicked back there. Besides, death is a kind of salvation. For some. What? Why? Oh, that's rich. I can always count on the shepherd and his posse to be a bunch of goody two-shoes, can't I? You knew I was the shepherd? A self-righteous choir boy facing off against a Hellion. Who else would you be? The name's Zavid. Damn pleased to make your acquaintance, gentle shepherd. How dare you! The Spirit Crest is way out of your league. If a dragon were even to yawn in your general direction, you'd be gone. We are not here to battle dragons. Your concern is noted. You're not? Well, that's no fun. Nothing adds spice to life like a sworn enemy. I take it you are here to fight the dragon, then? That had been the plan, yes. But plans, they change. You serious? Looking pretty good, aren't I?
Zavid, what is it you want? Do you really think I'd be willing to just drop the Shepherd and his toadies into the dragon's lap so we can gobble them right up? Oha. If you're so eager to get eaten by the dragon and compound his power, it's better that you die by my hand! Here and now! Fluent Surge! Here I go! Fluent Surge! I need a hand! Offer your protection! Lord of Water! They're resilient! Blue Don't flurry. Just charge in there! Spirit Cleansing! Elixir Buffet! Blue Flurry! Ocean Flint! Break on through! Ja, und Zavid, ihr Lieben, kennen wir tatsächlich noch von früher. Spirit Cleansing! Elixir Buffet! Blue Flurry! Breakdown! Magnetic Field! Break on through! Geo Stigma! Spirit Cleansing! Elixir Buffet! Und den mache ich auch wieder so gut wie keinen Schaden. Spirit Cleansing! Elixir Buffet! Ocean Split! Geo Shock! Assault! State Zero! Ich brauche Hilfe, Miglio! Open the floodgates! Bubble Arrow! Falsch! Open the floodgates! Bubble Arrow! Whoa, hold up! I'm sorry, alright? That's enough, okay? You're the one who attacked us! I said I'm sorry already, sheesh. I'm not your enemy. Let's call a truce, deal? Fair enough. There's no reason for us to fight. See? Somebody here has their head on straight. And besides, we're all part of the same team in the end. Know what I mean? Are we? Sure, I don't plan on becoming anyone's sublord. Zavid! All right already. I'll leave you alone, your shepherdness. It's Saray. Sure, Saray the Shepherd. Well, I got better things to do. Don't forget to run if you see a dragon. Is it really true that a dragon lives here? You got eyes, don't you, Saray? Why don't you try using them? What is that guy's problem? His power, it doesn't feel like purification at all. Almost more like it feeds on malevolence. I can't respect someone like that. A seraph who would just kill a Hellion. Yeah, it's sickening. Let's be off. We have our own agenda to fulfill. Right. Ja, ich wusste ja, dass es ein Wiedersehen mit Zavid gibt, weil er ja schon im Intro zu sehen war. Aber das kam jetzt dann doch ein bisschen früher als zunächst erwartet. Saray, I'm ready. Sonic Rock! So is that a human or a bird? Some things you're just better off not knowing. Sonic Rock! I need a hand! Smite the malevolence! Resilient! Heil mich, Miglio! Huch, falsch. Lunar Strike Surge! I got you next! I got you! Fluent Surge! Fluent Surge! Fluent Surge! Vielen lieben Dank, der Herr. Smite the malevolence! Ready? Fluent Surge! I can't lose! Yeah? I can't lose! Den machen wir schon deutlich weniger Schaden. So, hier nochmal Magie wieder aufladen. Okay, die halten doch schon deutlich mehr aus. Ich glaube, ich muss hier nochmal mit dieser Type reden, die hier am Boden liegt, oder? Ja. Just a moment. I want to bury them. Saray. He feels responsible. Let's go, Miglio. Lila.
Soray hat schon wirklich das Hart am rechten Fleck, das Herz am rechten Fleck, wollte ich sagen. Der passt schon ganz gut in die Shepard-Aufgabe rein, wobei, ja, ist halt die Frage, ne? Torius war so ein zweischneidiges Schwert. Hey, aren't you from the Assassin's Guild? Why would you be after me? Do you realize how disturbed the people have become with someone like you running around pretending to be the Shepherd? Huh? But I mean, I am the Shepherd! Care to prove it, Shepherd? As if you could! Das können wir ganz einfach beweisen, nämlich dann, wenn wir amortisieren. I will smite evil! Das brauche ich gar nicht, so schwach wie der ist. So. Such strength. We should run. Something's odd about this. You're right. They don't seem to be Hellions. Agreed. If anything, I think they're intentionally giving us a chance to escape. I wonder if they'll still target me. Dann sollten wir das wohl untersuchen. Und da kam ja der böse Schweinebärmann. Machen wir jetzt noch die Harpien platt. Harpien gibt es auch in so ziemlich jedem Fantasy-Spiel, kann das sein? So, aber ihr Lieben, ich würde mich dann für heute von euch verabschieden. Wir gehen hier diesen Weg in der nächsten Folge weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei sein würdet. Und danke euch fürs Zuschauen heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Notta!